Na, und zusammen. Ah, unser Großverdiener kommt. Was verschafft uns die Ehre? Macht euch schon Feierabend. Ich bin seit heute früh unterwegs. Und erst vorgestern haben sie mich geschnappt. 200 Mark habe ich gelöhnt. Die kontrollieren zurzeit wie die Blöden. Kein Wunder, wenn der Staat pleite ist. Ja, aber dann sollen sie auch mal die Großen schöpfen. Du bist doch selbst der große Boss, seit du selbstständig bist. Ach, du weißt doch ganz genau, ich bin nach wie vor von der Firma abhängig, für die ich mal gearbeitet habe. Warum hast du es dann gemacht? Ja, ich hatte die Wahl. Entweder arbeitslos oder Subunternehmer. Das kann euch übrigens auch noch passieren. Lohnnebenkosten sparen heißt die Devise. Dann poker doch eine Runde mit uns mit. Dann kannst du dein Bußgeld gleich wieder reinholen. Oder ihr zockt mich auch noch ab. Nee, nee, ohne mich. Erst muss der Laster abbezahlt sein, solange ist bei mir mit Poker nichts drin. Spielverderber. Ja, außerdem muss ich mich gleich in die Koje hauen. Ich hab morgen eine harte Tour. Wohin denn? Rumzug. Tunesien, Scherbe, genau. Das wird mich auch mal wieder reizen. Ja, wenn du schon nicht mitspielst, dann gib wenigstens eine Runde aus. Was wollt ihr denn trinken? Hoppla, hast du etwa im Lotto gewonnen? Schön wär's. Nein, mein Jüngster hat seine Prüfung bestanden und eine Anstellung hat auch schon Aussicht. Mittlere Beamtenlaufbahn. Dann hat er ja ausgesorgt bis zur Pensionierung. Also, was soll ich euch bringen? Ja, erstmal 3 Doppelte und eine Runde Bier. Alles klar. Angie, machst du uns mal 3 Doppelte und eine Runde Bier? Entschuldigen Sie, ich habe mitgekriegt, dass Sie nach Djerba fahren. Könnten Sie meinen Freund und mich vielleicht mitnehmen? Wir wollen auch nach Tunesien. Ja, eigentlich nehme ich ungern jemand mit. Tief geschlafen, was liegt denn an? Was? Schöne Scheiße. Ich bin noch hundemüde. Wenn so ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig. 10 Stunden brauche ich mindestens. Ja, dann muss ich jetzt los. Sie sind ja nicht gerade gesprächig. Wollten Sie mich nicht unterhalten auf der langen Fahrt? Wir sind doch eben erst losgefahren. Von einer halben Stunde. Und Sie lassen sich jedes Wort aus der Nase ziehen. Ich muss erst mal wach werden, dann tauche ich schon noch auf. Warum schläft Ihr Freund andauernd? Ist er vielleicht zugekifft? Wollt ihr euch vielleicht neuen Stoff in Nordafrika besorgen? Mein lieber Scholli, wenn die euch schnappen, dann seid ihr auf Jahre im Knast. Die sind knallhart in Tunesien. Nee, sowas nehmen wir nicht. Oder, Markus? Was? Ja, komm, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Je länger man schläft, desto müder wird man. Er hat die letzten 3 Tage durchgejobbt. Wenn wir nicht arbeiten würden, dann könnten wir uns das Studium gar nicht leisten. Und erst recht keine Reisen nebenbei. Ihr kriegt doch BAföG. Ja, aber kommen Sie mal mit 1000 Mark im Monat aus, wenn das Zimmer schon 500 kostet. Bis ich 1000 Mark im Monat zusammen hab, da kann ich ganz schön buckeln. Ich arbeite auch 3-mal die Woche und dann noch studieren. Das stimmt einfach nicht, dass sich Studenten auf Kosten des Staates einen schönen Lenz machen können. Auf jeden Fall studieren sie in Deutschland zu lang. Das liegt am System. Was studieren Sie eigentlich? Französisch und Geografie auf Lehramt. Aha. Und Ihr Freund? Theologie und Sozialwissenschaften. Dann will der mal Pfarrer werden. Markus, willst du mal Pfarrer werden? Ja, ja. Das weiß er noch nicht so genau. Ich bin richtig froh, dass Sie sich mit Buchführung auskennen. Das gehörte zu meinem Job bei Dr. Weber einfach dazu. Bei den komplizierten Abrechnungen heutzutage. Dann sind Sie für Frau Overhoff wirklich mehr als nur ein Ersatz. Hat sie Ihnen erzählt, warum sie weggeht? Ich kenne sie ja kaum. Sie will erotische Massage machen statt Altenpflege. Da verdient sie besser. Ja, sie ist auch Masseurin vom Beruf. Ist das nicht ein bisschen anrüchig? Da kann man sich allerhand drunter vorstellen. Oh, bitte. Nein, danke.
Schauen Sie mal hier, Frau Brandt. Herrn Hennemann hat die Pflegeversicherung auch wieder zurückgestuft, weil er sich angeblich wieder alleine anziehen kann. Dabei hat er gerade mal einen guten Tag, als der medizinische Dienst bei ihm war. Ist das Ihre Frau auf dem Foto? Und die Kinder, da weiß man wenigstens, für wen man die Brötchen verdient. Und? Lohnt es sich denn? Ja, ich denke schon. Im Grunde kann ich stolz auf meine Familie sein. Ist das Ihre zweite Ehe? Wie kommen Sie denn darauf? Na, Ihre Frau und die Kinder sehen noch ziemlich jung aus. Ja, das liegt an dem Foto, ist nicht mehr ganz frisch. Aber es war unsere beste Zeit damals. Die Frauen noch schön knackig und die gehören noch pflegeleicht. Ist das denn heute anders? Ich kann mich nicht beklagen. Dafür haben wir schon gesorgt, meine Frau und ich. Naja, ja weniger, weil ich ständig auf Achse bin. Aber das Lot muss auch, wenn man einigermaßen leben will. Jetzt muss das Sozialamt die Mehrkosten übernehmen. Hat Ihnen Frau Oberhoff eigentlich erzählt, was sie da machen muss? Dabei geht es im Prinzip um Streicheleinheiten, behauptet sie, nicht um Sex. Natürlich kommen hauptsächlich Männer in die Praxis. Die wollen eigentlich nur in den Arm genommen werden und wieder mal Zärtlichkeiten zu spüren kriegen. Von ihren Ehefrauen bekommen sie die angeblich nicht mehr. Die Ärmsten. Noch so ein Fall. Frau Meisel ist in Stufe 1 zurückgestuft, obwohl wir sie dreimal täglich besuchen müssen. Bezahlt werde ich nur für eine Stunde am Tag. Und weil ich die Kunde nicht vernachlässigen will, zahle ich drauf. Dabei machen die Überschüsse noch und noch bei der Pflegeversicherung. Heißt es jedenfalls. Wollen Sie auch mal heiraten? Eigentlich schon. Aber dazu gehören immer zwei. Sie haben doch einen Freund. Wir wohnen zusammen in der WG, aber sonst. Die Männer, die ich heiraten würde, die wollen gar nicht heiraten. Heutzutage will keiner mehr Verantwortung übernehmen. Das kann man nicht so pauschal sagen. Irgendwie haben alle Männer heutzutage Bindungsangst. Vielleicht fürchten sie, dass sie ihre Familie nicht ernähren können, bei den miesen Berufsaussichten. Ja, da ist was dran. Und überhaupt wollen sie natürlich auch ihre Freiheit nicht verlieren. Vielleicht haben sie aber auch Angst, weil wir uns nicht mehr so leicht unterdrücken lassen wie unsere Mütter. Ansichtssache. Jedenfalls ist es ziemlich schwierig, den Mann fürs Leben zu finden. Mein Vater sagt immer, früher war die Uni wie ein Heiratsmarkt. Früher. Wenn der heute studieren würde, der würde sich genauso benehmen wie alle anderen auch. Der hat ja heute noch Krach mit meiner Mutter, weil sie nicht mehr nach seiner Pfeife tanzt. Männer müssen sich endlich damit abfinden, dass sie von ihrem Pascha-Trip herunterkommen. Das ist ganz schön kompliziert, was Sie da sagen. Grüß Gott, hier ist die Johanniter Haus Notrufzentrale. Frau Ellerbusch, können wir Ihnen helfen? Ist etwas passiert? Ja, ich bin aus dem Bett gefallen und komme allein nicht mehr hinein. Bitte schicken Sie jemand. Oh, mir ist unheimlich kalt. Rufen Sie bitte Frau Buckwitz. Ja, wir werden die Frau Buckwitz sofort verständigen. Bleiben Sie ruhig, ich bleibe an der Leitung. Auf diese Art und Weise lerne ich wenigstens schon einmal den Ernstfall kennen. Hoffentlich hat sie sich nichts gebrochen. Wie beim vorletzten Mal. Da lag sie 5 Wochen im Krankenhaus. Das ist ziemlich jedes Mal ein Minusgeschäft. Anschließend musste sie monatelang Krankengymnastik machen. Wenn es jetzt wieder passiert ist, muss ich ein Pflegebett beantragen. Und das zahlt alles die Pflegeversicherung? Das muss die Krankenkasse zahlen. Was so ein alter Mensch alles kostet. Trotzdem ist der rechte Arm jetzt steif. Und sie musste sich auf links umgewöhnen. Hat sie das noch geschafft? Wenn sie was will, schafft sie es auch. Aber sie will immer weniger. Die Einsamkeit ist das Problem. Auch wenn sie noch zu Hause wohnen. Wir sind doch oft ihre einzigen Bezugspersonen. Hat denn Frau Ellerbusch keine Kinder? Doch, einen Sohn. Der ist der Ein und Alles. Aber er besucht sie zu selten. Lebt er in München? Ja, schon. Aber angeblich hat er zu wenig Zeit, um sich viel um seine Mutter zu kümmern. Das alte Lied. Die Söhne werden von den Müttern maßlos verwöhnt, bis sie aus dem Haus gehen.
Aber wenn sie dann von der Mutter mal gebraucht werden, kümmern sie sich nicht mehr um sie. Und von den Töchtern wird verlangt, dass sie sich für die Mutter aufopfern. Da brauche ich nur meine eigene zu denken. Was müssen Sie eigentlich nach Gerber liefern? Spezialteile für den Süßwasserbrand. Weil das Wasser knapp wird für die vielen Urlauber. Kein Wunder. Die duschen alle zu viel. Töchter gelten auch nicht zu viel. Ich habe gelesen, dass die Jungs von den Eltern viel mehr Geschenk kriegen als die Mädchen. Das fängt schon im Kindesalter an. Buckwitz? Ja, wir sind schon auf dem Weg. Ach. Ja, verstanden. Wir müssen uns beeilen. Frau Ellerbusch geht es schlechter, sagt die Notrufzentrale. Sie kann kaum mehr sprechen. Vorsicht, rot! Scheiße! Das war ja Wahnsinn. Sind Sie okay? Einigermaßen. Ist Ihnen was passiert? Sind Sie verletzt? Ich glaube ja, aber es geht schon. Meinen Sie, ich kann Sie allein lassen? Wegen Frau Ellerbusch? Rufen Sie doch die Polizei an, bis die kommt. Die schon durch. Mein Gott. Markus. Markus, wach auf. Markus, was hast du denn? Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, wie das passiert mein ist. Handy. Wo ist bloß mein Handy? Markus, was ist denn mit dir los? Der Markus, der rührt sich nicht mehr. Vielleicht ist er ja tot. Vielleicht hat der LKW-Fahrer eins. Beeilen Sie sich lieber. Sie müssen die Polizei rufen. Mein Handy ist weg. Haben Sie kein Handy? Ich meine, Sie können doch nicht einfach abhauen. Ich muss ein Ersatzfahrzeug organisieren. Ich muss dringend zur Fähre. Ich will bloß telefonieren. Sie müssen doch ein Handy haben. Oder wenigstens Funk. Ein Handy? Klar habe ich ein Handy. Ja, wo denn? Wo im LKW? Na endlich. Dann rufen Sie 112 und 110. Meine Beifahrerin ist verletzt. Wir brauchen den Notarzt. Ich muss weg. Ich muss zu einem dringenden Notfall. Ich muss unbedingt ein Ersatzfahrzeug organisieren. Meine Existenz steht auf dem Spiel. Meine auch. Ich brauche dringend ein Taxi. Bitte. Jetzt rufen Sie endlich an. Meine Rechtsschutzversicherung hat mich an Sie verwiesen. Ja. Ich habe vorgestern einen Unfall gehabt mit meinem LKW und die Polizei hat meinen Führerschein einbehalten. Und was noch schlimmer ist, auch meinen LKW mitsamt der Lieferung. Mhm. Und ich hätte gestern schon abliefern müssen. Jetzt setzt mich natürlich auch mein Auftraggeber unter Druck und ich weiß nicht, was ich machen soll. Die geben mir meinen LKW nicht aus und auch meinen Führerschein nicht. Ich bin also gestern früh, beziehungsweise am Freitag früh losgefahren. Und wollte dann bis abends durchfahren und dann wollte ich Pause machen und dann am nächsten Tag weiterfahren. Ich hatte die ganze Nacht zur Ruhe. Ja, und dann bin ich halt in die Kantine, da habe ich einen ausgegeben. Ja, und dann bin ich so dann gegen eins in meine Koje, gegen drei ruft dann meine Frau an. Und dann kam die Nachricht, dass der Zoll in Italien streikt. Wie lange haben Sie getrunken, bis wann? Na ja, so kurz vor eins. Und ja. Ich habe nicht viel getrunken, ich habe, es waren drei Bier und ein Schnaps. Ja. Und dann etwa 3.30 Uhr, sagen Sie, 4 Uhr? Bisschen, ja, so kurz sind vor Sie 4 los? Bin ich losgefahren. Und Guten Morgen. Ihr seid ja immer noch da. Willst du jetzt doch früher los? Komm, trink noch einen Kaffee mit uns. Geht leider nicht. Ich muss sofort los. Der italienische Zoll streikt mal wieder und um 14 Uhr ist die Grenze zu. Dann musst du aber ganz schön Gas geben. Die Autobahn nach München ist nämlich auch dicht. Da ist so ein Ruski mit seinem Schrottlaster umgekippt. Gerade eben ist es durchgegeben worden. Vergiss die Umleitung nicht. Eine halbe Stunde mehr musst du schon einrechnen. Dann muss ich Bundesstraße fahren. Nachts ist die ja frei. Bei Dadelfingen wollte ich dann wieder auf die Autobahn. Plötzlich war die Ampel rot und ich habe dann auch sofort reagiert. Dann kam von links ein PKW und ich habe gebremst da und ich bin dann in den PKW reingefahren. Und haben Sie jemanden verletzt? Das ist ja das Schlimme. Ich habe dann von der Polizei erfahren, dass,
dass die Mitfahrerin, die habe ich gar nicht gesehen am ersten Moment, dass die an der Unfallstelle verstorben ist. Mhm. Und dann ist der eine Student, also der Mitfahrer, mhm. musste auch ins Krankenhaus. Das ist aber das Einzige, was ich weiß. Dann habe ich einen Alktest machen müssen. Ja. Und da gibt es einen Wert. Wissen Sie den? Ja, also im Alkomat, das war 0,61, glaube ich. Also 0,6. Ist auf dem Alkomaten festgestellt worden. Mhm. Und da musste ich dann ins Krankenhaus. Ja. Blutentnahme. Wenn Sie dann bitte zu mir vorkommen. Jetzt mal mit geschlossenen Augen die Finger zur Nase führen. Gut. Und jetzt mit geschlossenen Augen die Finger vorne zusammenführen. Okay, Augen wieder auf. Und jetzt fünfmal um die eigene Achse drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, auf den Finger schauen, bis ich Stopp sag. Danke, dann können Sie jetzt Platz nehmen und wenn Sie dann Arm frei machen zur Blutentnahme. Frau Dr. Rauch, der Herr Block hat am Alkomaten 0,61 Promille geblasen. Was bedeutet denn das für einen Fahrtantritt? Ja, das kommt auf die Uhrzeit an. Wann sind Sie denn losgefahren, Herr Block? So kurz vor vier. Kurz vor vier sind Sie losgefahren. Und die Beifahrerin von dem PKW ist an der Unfallstelle verstorben. Der behandelnde Notarzt hat gemeint, dass sie an inneren Blutungen verstorben sei. Die Fahrerin von dem PKW ist von der Unfallstelle zu Fuß geflüchtet. Womöglich hat sie sogar den Unfall verursacht. Gut. Aber da weiß natürlich noch nicht, was bei rauskommt. Nee, das müssen wir mal sehen, das natürlich. Aber für mich ist halt jetzt ganz wichtig, dass ich meinen LKW wieder rauskriege, dass ich meine Ware abliefere, weil sonst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das rechtliche Problem wird für Sie sein, dass man auch fahruntüchtig sein kann, ohne dass man die berühmten Grenzen überschritten hat. Die Rechtsprechung sagt schon bei 0,3, wenn dann bestimmte Folgen entstanden sind. Wie haben Sie sich denn so gefühlt? Vielleicht bin ich einen Moment eingenickt. Bei dem LKW sehe ich eine Chance, dass er weiter gefahren werden kann, aber dann eventuell nicht durch Sie, Herr Block. Aber was ist mit meinem Führerschein? Herr Block. Ich bin 50 Jahre, ja? Herr Kölner. Wenn ich meinen Führerschein nicht kriege, was soll ich denn machen? Ich kriege ja keine Arbeitslosenunterstützung und ich... Also Sie sind nicht angestellt bei einer Spedition? Man hat mich ja gezwungen zum Subunternehmen, sonst wäre ich arbeitslos geworden. Nach der gesetzlichen Lage ist es wahrscheinlich, dass Sie Ihren Führerschein eine Zeit lang verlieren, wie man so schön sagt, weil man Sie als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen einschätzt. Ich habe so einem Unfall mit der Folge. Das ist gut. Wie lange fahren Sie denn schon? Fahre ich jetzt schon 8 Jahre. 8 Jahre Klasse 2. So, und überhaupt, haben Sie schon mal was gehabt im Bereich Straßenverkehr? Vor ein paar Tagen musste ich eine kleine Geldstrafe zahlen, weil ich die Ruhezeit überschritten habe. Aber mein Gott, das ist doch heutzutage, das geht ja gar nicht mehr anders. Wissen Sie noch, wie viel das war? 200 Mark. Ruhezeitüberschreitung, ja. Gut, 200 Mark. Auf Dauer werden Sie den Führerschein nicht verlieren, aber Sie können ihn eine gewisse Zeit lang verlieren. 12 Monate, 15 Monate, weil mit Unfall. Das Ergebnis dieser Blutentnahme wird ja wohl nicht zweifelhaft sein. Relative Fahruntüchtigkeit, nicht absolute Fahruntüchtigkeit, sondern relative Fahruntüchtigkeit. Was man daraus schließen könnte, dass Sie also das Rotlicht bei einer Lichtzeichenanlage missachtet haben. Ne? Vielleicht auch ein bisschen müde war, ich weiß es nicht. Wir müssen mal hören, das ergibt sich aus der Akte. Auch die Altenpflegerin Susanne Buckwitz braucht juristischen Rat. Die Polizei hat mir jetzt den Führerschein abgenommen. Ich werde der Fahrerflucht bezichtigt, der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung. Wegen unterlassener Hilfeleistung. Also so einen LKW, den sieht man eigentlich nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch früher schon. Waren Sie da vielleicht abgelenkt? Ich habe mich unterhalten mit Frau Brandt. Ich habe telefoniert, genau das war's. Mhm. Die Notrufzentrale hatte mich angerufen über Handy und gesagt, ich solle mich beeilen. Frau Ellerbusch ging es schlechter. Ah ja. Mhm. Ist das relevant? Relevant ist es in gewisser Weise schon, weil Sie ja dadurch abgelenkt waren. Aber als Beschuldigte müssen Sie ja nicht gegen sich aussagen. Also werden wir das nicht erwähnen. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Gut, jetzt erzählen Sie mal weiter. Wie war das jetzt nach dem Unfall? Also kurz nach diesem Zusammenstoß habe ich mich nach Frau Brandt umgedreht und habe sie gefragt, wie es ihr geht. Mhm. Sie meinte, es ging ihr nicht besonders gut. Und sie sei wohl auch verletzt, aber ich solle mich beeilen, zu Frau Ellerbusch zu kommen. Das sei wohl dringender im Moment.
Ich bin dann weggerannt zum nächsten Taxistand. Wer hat jetzt dann die Polizei und den Notarzt verständigt überhaupt? Ich habe dem Taxifahrer gesagt, er solle doch die Polizei anrufen, den Notarzt. Ah ja. Und diese zur Unfallstelle schicken. Also ich war dann etwa gegen Viertel vor fünf bei Frau Ellerbusch. Mhm. Und als ich reinkam, habe ich die Dame da liegen sehen. Ich habe dann sofort den Notarzt angerufen. Es hat leider keinen Sinn mehr. Die Dame ist tot. Sie ist vermutlich vor einer guten halben Stunde verstorben. Könnte ein Schlaganfall gewesen sein. Sicher kann man es erst sagen, nachdem die Obduktion durchgeführt wurde. Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, dann wäre ich doch rechtzeitig gekommen. So dürfen Sie das nicht sehen. Die Dame ist alt. Es ist vermutlich die beste Lösung. Sie wäre sicherlich ein Pflegefall geworden. Hat sie denn noch Angehörige? Mein Sohn. Was haben Sie denn danach gemacht? Also ich habe erstmal, das muss ich auch mal machen, den nächsten Angehörigen verständigt. Das war in diesem Falle Herr Ellerbusch, der Sohn von Frau Ellerbusch. Ich habe ihm die Sachlage erklärt und das endete dann damit, dass er mir mit der Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gedroht hat. Mhm. Ich habe mir dann ein Taxi genommen, nach Hause zu kommen. Und auf diesem Weg bin ich nochmal an der Unfallstelle vorbeigefahren. Aber die Unfallstelle war freigeräumt. Ich bin dann, glaube ich, gegen 8.30 Uhr zu Hause angekommen. Und die Polizei ist dann zu mir nach Hause gekommen. Und dort hat man mir dann gesagt, dass Frau Brandt am Unfallort verstorben ist. Also in Ihrem Fall wäre es wirklich besser gewesen, Sie hätten eine Aussage gemacht. Weil so wie Sie es mir erzählen, sind Sie ja wirklich unschuldig. Dann habe ich alles falsch gemacht. Ja, Sie könnten Ihren Führerschein noch haben. Also so wie Sie mir das jetzt gerade schildern, wird das eingestellt werden? Sie waren ja berechtigt, den Unfallort zu verlassen. Weil Sie haben ja diesen Notfall gehabt und Sie haben ja auch alles Notwendige getan, dass Sie mir so bald wie möglich, also unverzüglich, den Unfall gemeldet haben. Dann zu der unterlassenen Hilfeleistung bezüglich der Frau Ellerbusch, heißt sie, glaube ich. Genau. Dass der Unfall dazwischen gekommen ist, das kann ja nicht zu Ihren Lasten gehen. Dann der Tod Ihrer Kollegin. Da mit der Frau Brandt, ich schätze, das wird auch eingestellt werden, so wie die Sachlage ist. Das mit dem Handy, mit dem Telefonieren, da verlieren wir kein Wort drüber. Wie gesagt, Sie müssen sich ja nicht selber beschuldigen. Mhm. 6 Monate nach dem Unfall muss sich Arthur Block vor dem Verkehrsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Der Angeklagte ist gelernter Bergmann, musste dann zum Stahlarbeiter umschulen und kam, ständig von Arbeitslosigkeit bedroht, endlich als Fernfahrer bei einer Spedition unter. Ich musste dann selbstständig werden. Das war dann am 1. September 1997. Man hat mich quasi vor die Wahl gestellt, im August, ganz schnell ging das, entweder als Subunternehmer für die Firma weiterzuarbeiten oder zu gehen. Und in dem Alter, 49, habe ich halt dann nicht lange überlegt. Mhm. Habe auch ein bisschen was gespart gehabt, habe mir dann einen gebrauchten LKW zugelegt und habe dann als Subunternehmer für diese Firma gearbeitet. Und das war Ihr einziger Auftraggeber? Ja, gut. Ich war also abhängig von dieser Firma. Bis zum Unfalltag war der Angeklagte selbstständiger Fuhrunternehmer und verdiente rund 3.000 Mark im Monat. Weil sein Führerschein seit dem Unfalltag sichergestellt ist, hat er kein Einkommen mehr. Für seinen gebrauchten LKW muss er monatlich noch 600 Mark abzahlen. Die Hypothek auf seinem Wohnhaus löst er mit 1200 Mark im Monat ab. Seine Ehefrau verdient als Verkäuferin monatlich 620 Mark. Haben Sie sonst noch Schulden? Außer den LKW-Schulden und den Hausschulden? Nein. Keine. Haben Sie sonst noch Vermögen? Das ist jetzt aufgebraucht. Nein, nichts mehr. Wie viel sind Sie denn ungefähr im Jahr gefahren? Im Jahr kommen schon so 150.000 Kilometer zusammen. Gibt es überhaupt einen schriftlichen Vertrag über Nein. das, was Sie machen? Gar es gibt nichts. Nur immer Verträge für die einzelne Fracht, für den einzelnen Auftrag. Ist es so, dass Sie, sagen wir mal, immer zur Verfügung stehen müssen? Das ist eine Abhängigkeit. Er weiß genau, es ist für ihn, er hat keine Unkosten mehr, die Verantwortung trage ich. Und wenn ich da ausbreche, dann kriege ich keinen Auftrag mehr, dann sieh zu, wie du bleibst. Wie hat sich denn Ihre finanzielle Situation seither entwickelt? Sie haben ja jetzt keinen Führerschein gehabt, ja? Ich habe alles versucht. Ich wollte als Möbelpacker, ich wollte auf dem Großmarkt arbeiten, alle Sachen, die ich als LKW-Fahrer weiß, wo man Leute braucht.
Ich habe Annoncen aufgegeben, die kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Das heißt, Sie leben jetzt im Prinzip von dem, was Ihre Ehefrau verdient und dem, was die beiden Kinder so beisteuern. Ja, das würde aber nicht reichen, das ist klar. Ich habe, meine Tochter wollte ja heiraten. Mhm. Und da hatten wir eine Aussteuerversicherung erspart. Die ist jetzt zur Auszahlung gekommen, mhm. Das waren 6.000 Mark. Und unsere Tochter hat uns das zur Verfügung gestellt. Mhm. Also Sie kommen so mehr schlecht als recht über die Runden, ja? Ja. Wenn Sie jetzt den Führerschein nach Ablauf einer etwaigen Sparfrist zurückbekommen, werden Sie dann wieder Aufträge bekommen von Ihrem bisherigen Auftraggeber? Das ist zwar hart, aber ich werde natürlich nicht Nein sagen, mhm. weil ich habe ja sonst erstmal keine andere Möglichkeit. Gut, dann noch zu dem Unfall und dem Schaden. An Ihrem LKW ist ja auch Schaden entstanden. Ja, und das muss ich auch selber tragen. Da er auch Angaben zur Sache macht, schildert der Angeklagte, dass er nach seiner Ankunft in der Raststätte mit Kollegen zusammengesessen sei. Wegen eines Streiks der italienischen Zöllner musste er seine Nachtruhe unterbrechen. Also von 1 bis 3 geschlafen, gute 2 Stunden haben Sie geschlafen. Wie viel Bier haben Sie insgesamt getrunken? Ich habe 3 Bier getrunken, also 3 Runden waren das gewesen. 3 Bier und den 3 halbe oder was? 3 halbe Liter. 3 halbe Liter. Ja. Und ein Korn? Doppelter Korn war das. Bis 1 Uhr. Bis 1 Uhr, bis zum kurz vor 1, bis zum ins Bett gehen. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, war Ihnen aber klar, dass Sie da nicht ausreichend lange die Ruhezeit eingehalten hatten. Haben Sie sich noch irgendwie ein bisschen so vom Alkohol ein bisschen dizzy gefühlt? Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Wie ging das denn mit Ihrer Konstitution weiter? Also, ich wurde dann schon ein bisschen müde. Dann bin ich halt diesen berühmten Sekundenschlaf gefallen. Nun, sagen Sie, der Zoll streikt in Italien. Ich meine, irgendwo muss man die Dinge auch realistisch sehen. Da sagt man also bei aller Liebe, aber da habe nicht nur ich nicht fahren können, sondern kein Mensch kann fahren, wenn Streik ist. Das war eine terminvorgegebene Fracht. Das heißt, vom Auftraggeber, das muss da sein oder die Ware wird nicht mehr abgenommen. Beziehungsweise es wird dann gibt mehr Unkosten. Diesen Druck, den gibt er natürlich auf seine Fahrer oder beziehungsweise in dem Fall auf mich weiter. Wenn man Sie so hört, haben Sie ja Mordsrespekt vor dem. Das ist allgemein in diesem Gewerbe so. Also ich bin da kein Einzelfall. Haben Sie eine Erinnerung, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Ich kann mich also an einen Aufschrei von der Frau von Fräulein Klarwein noch erinnern. Ich habe dann sofort eine Vollbremsung gemacht. Mhm. Aber das hat dann nicht mehr gereicht. Wie schnell waren Sie unterwegs? Vom Gefühl her bin ich normal gefahren. Also Aber Sie kennen ja das Gutachten, da sind Sie also anstatt 50, 65 gefahren. Der Chef sitzt Ihnen ewig drohend im Nacken. Da ist man ja dann auch gerne geneigt und bereit, dann etwas schneller zu fahren. Also der Gedanke war es nicht. Durch den Unfall ist an Ihrem LKW Schaden entstanden. Ja, wenn ich jetzt alles richtig werkstattgerecht machen lasse, dann wird es ein Schaden von 8.000 Mark werden. Ja. Wie ist es dann am Unfallort weitergegangen? Sie fahren da rein, es kommt zum Zusammenstoß. Ich bin gleich aus dem LKW rausgesprungen und bin zu dem PKW hingerannt, habe die Tür aufgerissen und hab erstmal nur Frau Buckwitz gesehen. Dann bin ich wieder zurückgelaufen zum LKW, hab das Handy geholt und als ich zurückkam, war Frau Buckwitz weg. Ja, Herr Block, Sie fuhren ja nun schon 9 Jahre oder Ähnliches, fuhren Sie also... Ja, vielleicht ist das schon mal vorgekommen, dass Sie übermüdet waren. Nee, so einen Fall habe ich noch nicht erlebt, das war das erste Mal. Erster Zeuge ist Polizeiobermeister Peuker. Er hat den Unfallbericht mit Skizze und Fotos erstellt. Der Herr Block hat damals keine Angaben gemacht, ist das richtig oder hat er Ihnen was zum Unfallhergang erzählt? Der Herr Block hat eigentlich zum Unfallhergang nicht viel gesagt. Nee. Was für einen Eindruck hat denn der Herr Block auf Sie gemacht? Er hat eigentlich... Meiner Meinung nach hat ziemlich aufgeweckten Eindruck gemacht, aber also das ist meiner Meinung nach eine ganz normale Reaktion dann nach so einem Unfall. Hatten Sie Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung oder wie sehen Sie? Ja, man hat einen leichten Atemalkohol gerochen. Mhm. Aufgrund dessen haben wir also auch einen Alkotest durchgeführt, der dann eben mit unserem Handgerät bei 0,61 Promille gelandet ist. Hat er da eigentlich irgendwas gesagt? Meine Güte, ich muss jetzt da weiter und es passiert so und Katastrophe und es ist so eilig oder war da nichts? Na, eher nicht. Was haben Sie denn eigentlich veranlasst bezüglich der Ladung? Ich habe dann mit meiner Frau telefoniert erstmal und natürlich auch mit dem Auftraggeber. Und die Unkosten und alles, was da entstanden ist, das stellt er mir jetzt in Rechnung. Haben Sie da nicht irgendwie so eine Ausfallversicherung oder irgendwie so eine Versicherung, die also das berufliche Risiko abdeckt? Ja, es gibt eine Versicherung,
die das abdeckt, die kostet 20.000 Mark im Jahr und das kann ich mir also momentan jedenfalls nicht leisten. Und wie hoch sind die Forderungen, die er jetzt da geltend macht gegen Sie ungefähr? Ja, so Nebenkosten um die 10.000 Mark. Frau Buckwitz, bitte in den Sitzungssaal. Frau Buckwitz, wenn Sie bitte so nett sind und hier vorne an dem kleinen Tischchen Platz nehmen, wenn Sie mal kurz schildern aus Ihrer Sicht, wie es zum Unfall gekommen ist. Also ich hatte Bereitschaftsdienst zusammen mit Frau Lore Brandt und kam zu der Kreuzung Hörweg, untere Bahnhofstraße. Diese Ampelanlage zeigte für uns grün. Wir wollten die Kreuzung überqueren, wurden aber von dem von rechts kommenden LKW, das Herrn Block, erfasst. Wie schnell sind Sie ungefähr gefahren? Ganz normale Geschwindigkeit, 40, höchstens 50. Mhm. Ihre Beifahrerin ist durch den Unfall zunächst einmal verletzt worden und ist dann an der Unfallstelle verstorben. Ihr Fahrzeug ist beschädigt, total beschädigt worden. Totalschaden. Wie hoch ist da der Schaden? 10.000 D-Mark. 10.000 Mark. Sie sind dann also von Ihrem Auto weg zum Taxi und haben sich von der Unfallstelle entfernt. Genau. Insofern ist ja auch mal ein Verfahren gegen Sie geführt worden, was aber das nach Aktenlage hier nach 153 eingestellt worden ist. Fragen von der Verteidigung? Ja, Frau Buckwitz, ich habe das richtig verstanden, dass Sie auf dem Weg zu einem Notfall selbst waren, in dem Fahrzeug mit Ihrem Ritmo. Nun war das ja 4.30 Uhr und alle, die wir hier im Gerichtssaal sitzen und schon mal Auto gefahren sind, können uns vorstellen, dass man da auch ein bisschen schneller gefahren ist. Ich fahre nie schneller als 50. Also ich denke, immer besser langsam ankommen als nie, obwohl das in diesem Fall natürlich nicht so... Gut, dann habe ich keine Frage mehr, die Zeugen. Seitens der Sachverständigen? Frau Buckwitz, wann haben Sie denn das erste Mal von dem LKW Kenntnis gehabt, als Sie schon weit in der Kreuzung drin waren? 20 Meter vor der Ampelanlage. Dann habe ich halt bemerkt, er hält nicht und habe dann gebremst. Und wissen Sie noch in etwa vom Gefühl her, wie stark Sie gebremst haben? Ah, das war ziemlich stark. Können Sie schon sagen, so eine richtige Notbremsung? Mhm. Dankeschön. Herr Jessen, bitte in den Sitzungssaal. So, Herr Jessen, Sie heißen mit Vornamen Markus. Ja. Sie wollten also nach Tunesien und wollten Autostopp machen und haben dann dort an dieser Raststätte den Kontakt mit dem Angeklagten bekommen. Ja. Naja, wir sind mitten in der Nacht von ihm geweckt worden. Er war relativ hektisch und jetzt sofort mitkommen. Und wir haben unsere Sachen gepackt und sind ihm hinterher zum LKW und sind gleich eingestiegen. Er hat irgendwas erzählt, ich war im Streik oder irgendwas. Er muss dahin und er muss sofort fahren, sonst schafft er es nicht mehr. Markus, aufwachen. Hey. Was, sind wir schon da? Nein. Was ist denn los? Komm. Was? Mach nur, komm. Mit schon. Ja. Sie haben sich dann in den LKW gesetzt, saßen vorne. Ja, ganz alle recht. Drei saßen vorne. Ja. Und haben Sie sich angeschnallt? Nee, das habe ich nicht. Warum nicht? Es war unmöglich, da zu schlafen mit angeschnallt, weil ich mir sonst immer diesen Gurt am Hals gehabt hätte. Und dann habe ich es dummerweise gelassen. Von dem Unfall geschehen, was haben Sie da mitbekommen? Nichts, gar nichts. Ich weiß es nur aus den Erzählungen danach und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Mhm. Wie waren Sie verletzt? Wissen Sie das noch? Ja, hier oben halt Stirnwunde, also Riss, Quetschwunde, rechte Stirn. Ja. Dann eine Gehirnerschütterung, ein HWS, Schleudertrauma. Ja. Genau. Und Fraktur der Dornfortsätze. Wir hatten ja Rucksäcke dabei, klar. Mhm. Und die lagen hinter uns auf der Pritsche. Und der ist eben in dem Moment, wo ich auch nach vorne geknallt bin, mir hinterher. Mhm. Und hat mich halt voll erwischt. Wie lange waren Sie im Krankenhaus? 2 Wochen, vom 7. bis zum 21. Ist also alles ausgeheilt, ohne Folgen? Ja, also gut. Manchmal zieht es ein bisschen, aber das ist egal. Ja. Sie haben Strafantrag gestellt. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Natürlich ist auch wieder unser Versicherungsexperte bei uns im Studio, Wolfgang Hertel, unentbehrlich für uns, heute ganz besonders wichtig. Nun ist das ja also ein schlimmer Unfall mit fatalen Folgen. Es ist immerhin eine Tote zu beklagen. Und die Frage ist die, was hätte Arthur Block denn eigentlich tun sollen? Er stand ja doch unter ziemlichem Druck. Ja, der Arthur Block war in einer Zwangslage. Er musste sich entscheiden, entweder Ärger mit seinem einzigen Auftraggeber oder das Risiko, Ärger mit der Polizei und mit den Gerichten zu bekommen. Der Fall hat es ja gezeigt. Der Arthur Block hätte sich in dieser Situation nach einem langen Arbeitstag mit Alkohol und nur 2 Stunden Schlaf nicht ans Steuer setzen dürfen. Auch wenn er sich nach der kalten Dusche im Moment topfit fühlt. Er musste als Berufskraftfahrer wissen, die Übermüdung kommt. Früher oder später ganz sicher. Er hätte sich vernünftigerweise anders entscheiden müssen. Aber seine
Die Opfer, die bekommen Schadenersatz von der Haftpflichtversicherung seines Autos. Es gibt ja auch noch Schwerverletzte, es gibt erheblichen Sachschaden. Die Frage ist, kommt eine Versicherung denn überhaupt auf für sowas, wenn man sich in einem solchen Zustand ans Steuer setzt? Ja, dafür ist die Autohaftpflichtversicherung da. Sie schützt ja die Verkehrsopfer. Und deswegen haben die auch nichts zu befürchten. Die Frau Buckwitz und die Insassin bekommen ihren Schadenersatz. Folgen hat es allerdings für den Arthur Block. Er muss sich vertragsgerecht der Versicherung gegenüber verhalten. Und wer sich ans Steuer setzt und nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, der verletzt den Versicherungsvertrag. Und das hat der Arthur Block gemacht. Und deswegen ist die Versicherung ihm gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung bis 10.000 Mark frei. Das heißt, die Versicherung wird später von ihm 10.000 Mark regressieren. Oh ja. Und es hat nichts damit zu tun, dass er vielleicht weniger als 1,1 Promille Alkohol hatte. Da täuscht man sich manchmal. Auch unter 1,1 Promille Alkohol ist man oft nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen. Und es zeigt sich zum Beispiel dann, wenn man ein Rotlicht nicht erkennt und überfährt. Mhm. Auch in unserem Fall war es so. Rotlicht für ihn, grün für Frau Buckwitz. Trifft sie überhaupt irgendeine Schuld an diesem Unfall? Eine Schuld bestimmt nicht. Die Frage ist, ob sie für die Betriebsgefahr ihres Fahrzeugs eintreten muss. Die Frau Buckwitz hatte grün und grün heißt Freifahrt und darauf durfte sie sich verlassen. Sie konnte auch nicht erkennen, dass der LKW des Block zu schnell daherkam. Es war Nacht, da kann man das nicht erkennen. Also sie durfte sich darauf verlassen und gegenüber der erheblichen Betriebsgefahr des LKWs spielt die Betriebsgefahr ihres Autos eine nur untergeordnete Rolle. Also ich denke, die Haftung ist eindeutig 100% zu Lasten des Arthur Block. Nun wissen wir allerdings, dass die Frau Buckwitz auch noch telefoniert hat und telefonieren während des Fahrens ist auch in gewisser Weise gefährlich. In manchen Ländern ist es sogar verboten. Aber angesichts des wirklich schweren Verschuldens des Arthur Block und seiner wirklichen groben Fahrlässigkeit würde ich auch dies unter den Tisch fallen lassen. Also Frau Buckwitz, voller Schadenersatz. Sie ist aus dem Schneider, aber trotzdem würde man sich am besten nicht ganz auf Grün verlassen. Der Idealfahrer verlässt sich nicht auf Grün. Es geht um einen Verkehrsunfall am 7.2. diesen Jahres hier in München. Wenn Sie mal kurz schildern, wie Sie in den LKW gekommen sind. Also ich habe den Herrn Block an einer Raststätte angesprochen, weil ich vorher mitbekommen hatte, dass er nach Djerba fährt. Ja, eigentlich nehme ich ungern jemand mit. Wir machen Ihnen bestimmt auch keinen Ärger. Das weiß man vorher nie. Naja, ein bisschen Unterhaltung auf der langen Fahrt wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir bezahlen auch dafür. Sind Ihre Papiere in Ordnung? Ich will keine Probleme mit der Polizei bekommen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Und Ihr Freund? Der ist okay. Im Moment ist er bloß ziemlich geschlaucht. Das sieht man. Na gut, ich schlafe mich erst mal aus. Morgen um 11 ich weiter. Ich will bis abends die Fähre nach Tunis erreichen. Ja, wenn ihr so lange warten wollt. Na ja, klar. So eine Chance haben wir nicht jeden Tag. Also dann bis morgen früh. Okay. Vielen Dank. Bis morgen früh. Ciao. Ciao. Hey. Hey, ich habe jemanden gefunden, der uns mitnimmt. Da. So, Freunde. Morgen früh um 11 geht's los. Na schon. Hey. Auf die Prüfung. Auf die Prüfung. Dann kam er aber nachts, also ich weiß nicht, vielleicht 3:30 oder sowas, und hat uns geweckt, was ja eigentlich sehr nett ist. Also, weil er musste schnell weg und hat noch an uns gedacht. Und Sie sind dann in das Fahrzeug in den LKW eingestiegen, haben vorne gesessen, Ihr Freund war mit dabei. Der Fahrer war der Herr Block. Ja. Ist Ihnen vorher während dieser Fahrt irgendwas Besonderes an dem Herrn Block aufgefallen? Also, kurz vor dem Unfall hat er schon recht müde mal gewirkt. Würden Sie mir bitte einen Schluck Kaffee einschenken aus der Kanne da? Die Nacht war doch sehr kurz. Ihre Kollegen haben Sie nicht gehen lassen. Ich habe das ja mitgekriegt. So ist es nun mal. Wenn einer mit einer Runde anfängt, ziehen die anderen nach. Und da kann man sich nicht sofort ausklinken. Das ist man gleich als geizig verschrien oder als Spaßverderber.
Wenn man erstmal unbeliebt ist, dann steht man im Regen, wenn man mal auf Kollegenhilfe angewiesen ist. Aber damit ist auch nicht mehr so weit her wie früher. Wir stehen alle unter einem gewaltigen Zeitdruck. Wie wir unsere Termine einhalten, ist den Auftraggeber scheißegal. Hauptsache, die Lieferung kommt pünktlich an. Und da hat man schon mal die Schnauze voll. Dann haben Sie ja eigentlich nicht viel von Ihrer Familie, wenn Sie sogar am Wochenende arbeiten müssen. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich Geld verdienen will? Aber ich telefoniere jeden Abend mit zu Hause. Ist das so richtig? Sie haben gemerkt, dass er müde wird und er hat selber gesagt, dass er müde ist. Ja. Aber er wollte auch eine Pause machen, hat er gesagt. Er wollte eine Pause machen? Stört es Sie, wenn ich das Fenster öffne? Ich brauche frische Luft. Wollen Sie nicht mal eine Pause machen? Bis zum Hoferdinger Forst fahre ich noch. Ich glaube, ich habe gestern zu viel Bier getrunken. Ich muss dringend aufs Klo. Und dann noch ein starker Kaffee. Dann geht's schon wieder. Nach dem Unfall, wie lief's dann weiter ab? Ja, also ich habe mich erst mal um Markus gekümmert, weil der lag da ziemlich blutüberströmt auf dem Armaturenbrett. Das war eigentlich meine Hauptsorge, weil mich das sehr schockiert hat. Wurden Sie verletzt? Nee, mir ist zum Glück ist nichts passiert. Sie waren angeschnallt. Mhm. Frau Klawein, was heißt zusehends müder? Was haben Sie denn gesehen oder woraus haben Sie entnommen, dass der Herr Block müde ist oder müde wird während der Fahrt? Also am Anfang kam er mir eben sehr fit vor und zunehmend, also kurz vor dem Unfall würde ich mal sagen, hat er irgendwie langsamer gesprochen. Mein Jüngster macht jetzt zunächst seine mittlere Beamtenlaufbahn und meine Sandra heiratet an Ostern, macht eine gute Partie. Deine Eltern waren ja anfangs dagegen, aber dann haben sie doch nachgeben müssen. Aber zusammenziehen will sie nicht mit seinen Eltern. Das kann ich verstehen. Das würde ich auch nie tun. Wollen Sie auch mal heiraten? Also was Sie beobachtet haben, ist eigentlich nur, dass seine Sprache langsamer geworden ist. Ja, Fräulein Klawein, der Unfall, der dann geschehen ist, sehr schwerwiegend wirklich was passiert. Die Frage für mich ist eigentlich, haben Sie sich auch mal Gedanken darüber gemacht, ihn zu stoppen? Nee, also ehrlich gesagt nicht. War kein Anlass. Also kann man so sagen, dass Sie also selber den Eindruck hatten, da steht er jetzt auch gut durch? Ja, wie gesagt, mir ist schon aufgefallen, dass er da müde war. Aber also die Idee, dass man jetzt sofort anhalten müsste, ist mir nicht gekommen. Also er hat halt generell auf mich einfach einen relativ souveränen Eindruck gemacht, vor allem am Anfang eben. Sie haben gedacht, na ja, der fühlt sich sehr sicher, macht einen guten Eindruck und das bis dahin, wo er hin will, das schafft er schon noch. Dachte ich schon, ja. Der Richter verliest die Todesbescheinigung der Altenpflegerin Hannelore Brandt. Todesursache, innere Blutungen in Verbindung mit einem traumatischen Schock bei einem schweren, stumpfen Brustkorb- und Bauchtrauma. Dann kommen wir zu den Sachverständigen. Wenn wir vielleicht mit der medizinischen Sachverständigen zunächst beginnen. Hohes Gericht, zum Vorfall vom 7.2.98, Vorfallszeitpunkt 4.30 Uhr zunächst, die Berechnung der Mindest-BAK mit folgenden Berechnungsgrundlagen. Die Blutentnahme wurde durchgeführt um 6 Uhr und es wurde festgestellt, ein BAK-Mittelwert von 0,50 Promille. Zum Trinkbeginn wurde angegeben etwa 22 Uhr, Trinkende etwa 1 Uhr, vielleicht auch kurz vorher. Alkohol spielt eine große Rolle auf die geistige und auch motorische Leistungsfunktionen. Und es wurde hier auch immer wieder eine Ermüdung angesprochen. Diese Ermüdung läuft ab in 4 Phasen. In der Frühphase geht es los, zum Beispiel mit Gähnen, mit Lidschwere, auch mit einer konjunktivalen Reizung. Dabei kommt es zu dem, wie man es oft beobachten kann, zu dem Augenwischen, Doppelbildern, Tunnelblick oder auch Kopfschmerzen. Und dann in der Spätphase, was wohl auch bei Herrn Block der Fall war, kommt es zu einem Sekundenschlaf. Somit, wenn man dann die Symptome berücksichtigt, die hier beschrieben worden sind, die auch bewusst wahrgenommen worden sind von Herrn Block, ist aus medizinischer Sicht eine Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben. Der technische Sachverständige trägt sein Gutachten vor.
Wir können hier zweifelsfrei davon ausgehen, dass Herr Block aufgrund der eindeutigen Aussage von Frau Buckwitz und Frau Klarwein bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist. Die Diagrammscheibe des Lkw-Fahrtenschreibers wurde ausgewertet. Demnach näherte sich Herr Block der Unfallsituation unstreitig mit einer Bremsausgangsgeschwindigkeit von 65 km pro Stunde. Eine verspätete Reaktion ist aus technischer Sicht Frau Buckwitz nicht nachzuweisen. Für sie war das Unfallgeschehen unvermeidbar. Anders hingegen bei Herrn Block. Hätte er zu dem Zeitpunkt, als er reagierte, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde eingehalten, bestand die Möglichkeit, seinen Lkw auf einer Wegstrecke von 36 Meter bis zum Stillstand abzubremsen. Reagiert hatte Herr Block 38 Meter vor dem Unfallgeschehen, das heißt zeitmäßig 2,54 Sekunden. Vergleicht man nun die beiden Wegstrecken miteinander, so stellt man zwangsläufig fest, dass bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Herr Block die Möglichkeit gehabt hätte, 2 Meter vor dem vom Pkw überstrichenen Fahrbahnbereich anzuhalten. Damit wäre das Unfallgeschehen für ihn zweifelsfrei wegmäßig und zeitmäßig vermeidbar gewesen. Der Richter hält Arthur Block nun 2 Bußgeldbescheide aus dem Jahr 1997 vor. Beide wegen Geschwindigkeitsüberschreitung von jeweils 25 Kilometern in der Stunde. Der Angeklagte entschuldigt sich mit dem dauernden Zeitdruck, dem er sich durch seinen Auftraggeber ausgesetzt fühlte. Schauen Sie, hier sind Sie jetzt anstatt 50, 65 gefahren. Ja, also nur 15 mehr. Auch wenn Sie das Rotlicht zunächst nicht gesehen hätten, wären aber nicht wieder mal zu schnell unterwegs gewesen, wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Verstehen Sie das? Ja. Also, wissen Sie, das macht nicht so ein tolles Bild. Und ich meine, wenn ihr Auftraggeber und Ihr Chef zu Ihnen sagt, spring aus dem Fenster, tun Sie es doch auch nicht, oder? Man denkt halt immer, es kann nichts passieren und man hat halt den, es ist für mich ganz furchtbar, die ganze Geschichte, dass ich weiß, dass durch diesen Fehler ein Mensch ums Leben kam. Ich kann das nicht mehr gut machen, ich kann die Frau auch nicht mehr ins Leben zurückholen, aber ich habe mein Leben noch nie jemand was getan und plötzlich mache ich einen Fehler und der ist tot. Dann hält die Staatsanwältin ihr Plädoyer. Der Angeklagte hat den Sachverhalt in vollem Umfang eingeräumt. An sich hatte er ja vor, sich ganz korrekt zu verhalten. Er wollte ausschlafen und ausgeschlafen starten. Aufgrund des Anrufs und aufgrund des Umstandes, dass er sich zumindest vorgestellt hat, seine wirtschaftliche Existenz sei gefährdet, hat er sich verhängnisvollerweise dazu hinreißen lassen, die Fahrt anzutreten in einem Zustand, in dem er weder ausgeschlafen noch vollständig nüchtern war, wenn ich auch nicht verkenne, dass die BAK absolut im unteren Bereich liegt. Nur am Rande ist zu bemerken, dass natürlich bei den Verletzungen vom Markus Jessen zu berücksichtigen ist, dass er nicht angeschnallt war. Darüber hinaus ist der Angeklagte zu schnell gefahren. Und so bin ich der Auffassung, dass gegen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe verhängt werden muss. Ich beantrage eine solche von 1 Jahr. Aus den Gründen, die im Wesentlichen im persönlichen und subjektiven Bereich des Angeklagten liegen, ist meines Erachtens eine Strafaussetzung zur Bewährung jedenfalls vertretbar. Im Hinblick darauf, dass der Angeklagte im Wesentlichen von seinem Führerschein lebt, auf diesen dringend angewiesen ist und der gesamte Lebensunterhalt davon abhängt, halte ich es für ausreichend, eine Sparfrist von noch 7 Monaten zu beantragen. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Kollegin, wenn ich die ganze Vorwerfbarkeit auf einer Hand abwäge, ist es keine Trunkenheitsfahrt im absoluten Bereich. Darüber gibt es hier keine Diskussion. Wir sind also bei 0,61 rund. Und sogar im unteren Bereich, in dem diese Trunkenheitsfrage sich überhaupt stellt. Und was man meinem Mandanten nicht widerlegen kann, ist, er ist rausgekommen aus der Raststätte, hat sich auf den Bock gesetzt, ist losgefahren und fühlte sich absolut fahrtüchtig. Deswegen sage ich, wir befinden uns hier also doch in einem unteren Bereich der Schuld. Und da denke ich, dass man diesem Vorfall gerecht werden kann, indem man Folgendes tut. Eher als Sie sagen, eine Freiheitsstrafe kommt hier in Betracht, bin ich der Meinung, bei dem Täter mit der Vorgeschichte keine einschlägigen Vorstrafen, kommt durchaus eine Geldstrafe in Betracht. Was passiert mit dem Führerschein? Entweder eine Sperre zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, die dann nach dem Gesetz aber nicht unter 6 Monaten liegen darf, oder aber das Gericht spricht aus ein Fahrverbot.
zwischen 1 und 3 Monaten, wie das Gesetz es nach § 44 Strafgesetzbuch vorsieht, welches getilgt wäre durch die bisherige Entziehung der Fahrerlaubnis, mit dem Ergebnis, Herr Vorsitzender, meinem Mandanten könnte hier heute noch sein Führerschein wieder ausgehändigt werden. Mein Mandant hat auch sehr wohl, Herr Vorsitzender, Ihre mahnenden Worte gehört. Und gehen Sie bitte davon aus, dass ihm so etwas nicht wieder passieren wird. Und deswegen ist mein Wunsch, meine Anregung, mein Antrag, es möge hier als Nebenstrafe nach dem Gesetz nur ein Fahrverbot gegen meinen Mandanten verhängt werden. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Herr Block, möchten Sie noch was sagen? Ja. Ich weiß, dass ich einen furchtbaren Fehler gemacht habe, aber ich bitte Sie um eine Chance für meine Familie wieder in den Griff zu kriegen und auch für mich. Sonst ist alles. Jetzt sollten wir mal die Schadensersatzansprüche klären. Zunächst mal die Frau Buckwitz, unschuldig am Unfall. Sie ist verletzt und ihr Auto hat Totalschaden. Die Frau Buckwitz hat eine Prellung an der linken Schulter erlitten, aber sie war nicht einmal beim Arzt. Das ist wohl eine Bagatellverletzung. Dafür wird sie keine Ansprüche geltend machen. Aber der Sachschaden, der muss ersetzt werden, Totalschaden am Auto. Und dazu Mietwagen, wenn sie eingenommen hat, oder anstelle des Mietwagens den Nutzungsausfall und natürlich ihre allgemeinen Unkosten. Die werden üblicherweise in einer Unkostenpauschale ersetzt. Dann haben wir die Hannelore Brandt, die ja gestorben ist, nachdem sie zunächst gar nicht so sehr verletzt schien. Und die scheint ja nun gar keine Angehörigen zu haben. Also wer bekommt da was? Die Hannelore Brandt hat mehrfach Brüche an Kopf und ganzen Körper erlitten und hat noch eine Viertelstunde gelebt. Dafür ist ein Schmerzensgeldanspruch entstanden, vielleicht in der Größenordnung 5.000 Mark. Sollten wirklich keine Angehörigen da sein oder keine Erben, bleibt am Schluss als Erbe der Fiskus. Und natürlich die Beerdigungskosten. Die Kosten einer angemessenen Beerdigung sind zu ersetzen, und zwar demjenigen, der die Beerdigung organisiert und bezahlt hat. Das wäre in diesem Fall die Frau Buckwitz gewesen, die hat sich ja gekümmert um die Beerdigung. Dann haben wir ja noch die Mitfahrer. Da ist der verletzte Markus Jessen, der Student. Der war allerdings nicht angeschnallt und hat auch noch geschlafen. Ja, doppelt schlimm. Man soll sich im Auto anschnallen, und das gilt in besonderer Weise für die, die im Auto schlafen, weil sie können ja nicht reagieren. Also muss der Markus Jessen sich mindestens ein Drittel seines Schadens selbst zurechnen. Da geht es um die Heilbehandlungskosten und vor allen Dingen um den Verdienstausfall, den er hatte und den er auch nachweisen muss. Und auch ums Schmerzensgeld. Das reduzierte Schmerzensgeld wird in etwa in der Größenordnung von 3.500 bis 4.000 Mark liegen. Und dann haben wir noch die Annette Klarwein. Ja. Die war aber angegurtet. Die war angegurtet und deswegen auch nicht verletzt, und sie wird keine Schadenersatzansprüche geltend machen. Danke, und jetzt hören wir das Urteil. Erstens, der Angeklagte Block Arthur, geboren 21.06.1948, ist schuldig der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs, zugleich der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Zweitens, er wird deswegen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Drittens, dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen, der Führerschein wird eingezogen. Die Verwaltungsbehörde wird angewiesen, dem Angeklagten vor Ablauf von noch 7 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Viertens, der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Dann darf ich bitten, wieder Platz zu nehmen. Herr Block, zur Begründung des Urteils möchte ich Ihnen Folgendes in der gebotenen Kürze sagen. Sie hätten sämtliche Vorschriften einhalten können. Es ist dann so, dass Sie jedenfalls subjektiv empfunden haben, dass Sie in einer Zwangslage seien oder wären oder wie auch immer, nämlich hervorgerufen durch die Meinung, Ihr Chef setze Sie da doch in erheblicher Weise unter Druck, und zwar letztendlich unter wirtschaftlich-finanziellen Druck. Sie wussten, dass Sie die Ruhezeiten einhalten müssen. Sie wussten, dass Sie sie nicht eingehalten haben, und Sie wussten, dass das, was zur Verfügung bleibt oder geblieben ist, nämlich diese 2 Stunden Schlaf, keinesfalls ausreichen. Sie sind bei Rot unter Missachtung des Rotlichtes, was Sie aufgrund Ihrer Übermüdung nicht gesehen haben, in die Ampel, in die Kreuzung eingefahren. Sie hatten diese Ermüdung in dieser starken Form wohl auch nicht nur aufgrund des Schlafdefizites, sondern auch aufgrund der Alkoholisierung. Und das ist ein nicht zu vernachlässigender Umstand,
Zu dem Unfall ist es auch gekommen, weil Sie, und jetzt muss ich die zwei Worte einfügen, wieder mal zu schnell waren. Sie haben keine Vorstrafen, aber man muss feststellen, dass Sie innerhalb eines Jahres vor diesem Vorfall zweimal mit einer doch deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen sind. Und hier mit der Geschwindigkeitsüberschreitung ist es eben schon das dritte Mal. Das heißt, jedenfalls was die fahrlässige Tötung angeht, können Sie sich bei dem Grad Ihrer Fahrlässigkeit nicht auf ein Mitverschulden einer anderen Person berufen. Anders verhält es sich bei der Verletzung des Herrn Jessen. Der hat sich nicht angeschnallt, weil er das bequemer fand. Das ist natürlich ein Umstand, der Sie insoweit erheblich entlastet. Wenn Sie als Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen, dann müssen Sie auch in der Lage sein, anderen Leuten ihrem ursprünglichen Chef Widerstand zu leisten, die von Ihnen irgendwelche Handlungsweisen im Straßenverkehr verlangen, die nicht zulässig sind. Und deswegen kann man Ihnen den Führerschein nicht gleich wiedergeben, sondern waren eben noch weitere 7 Monate auszusprechen. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte außerdem 5.000 Mark an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, in monatlichen Raten von 100 Mark. Mit diesem übrigens durchaus milden Urteil wird Arthur Block wohl kaum wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Wohl ein weiterer Fall für die Sozialhilfe.